Er wusste nicht, ob sie jemals furchtbar viel gemeinsam hatten. Es schien nicht wirklich so. Aber auf der anderen Seite sprachen sie so gut wie nie über irgendetwas von Wichtigkeit. Sie verschwendeten ihre Worte damit, sich über die Filmauswahl zu streiten oder darüber, wer genau eine Flasche Bier umgeworfen hatte. Jetzt schienen ihre Augen die vertrautesten zu sein, die er je gekannt hatte, weil sie verstand. Auf eine Gruppentherapiesitzung zu warten, erschien ihm ziemlich absurd. Sie waren eine Gruppe, die vor einem Raum darauf wartete, ihn betreten zu dürfen und dort über ihre Probleme zu sprechen, während sie jeden Blickkontakt vermieden und definitiv nicht über ihre Probleme sprachen. Außer Sam. Sie hatte keine Angst davor, ihn anzusehen, während die anderen auf ihre Zehen starrten. Aber so war sie einfach, schon immer gewesen. Sie hatte keine Angst davor, sich den Dingen zu stellen. Das hatte er bemerkt, als sie sich damals auf Blackwood Mountain zusammengeschlossen hatten, um das Haus in Brand zu stecken. Es mutete jetzt so irreal an, als hätte ihm jemand die Erinnerungen von jemand anderem injiziert. Er fühlte sich vieles, aber heldenhaft nicht. Er hatte einen wiederkehrenden Albtraum. Er war in einem Aufzug gefangen, der runter und runter und runter fuhr, für was ihm wie Stunden vorkamen. Begleitet wurde die Szenerie nur von dem Geräusch klirrender, rostiger Ketten irgendwo draußen. Wenn er aufwachte und mitten in der Nacht schweißgebadet in seinem Bett lag, war das Erste, was ihm in den Sinn kam, dass er es verdiente. Das war etwas, von dem er wusste, dass sie es nachvollziehen konnte. Sie hatte es nie in Worten geäußert, aber er wusste, dass sie ihn geliebt hatte. Es war schmerzhaft offensichtlich. Er konnte sehen, wenn eine Person jemand anderen liebte. Und nach dieser verhängnisvollen Nacht war eines der herzzerreißendsten von vielen herzzerreißenden Ereignissen, ihr sagen zu müssen, was der Wendigo mit ihm getan hatte. Sie hatte sich in seine Arme geworfen und das erste Mal an diesem Morgen geweint. Manchmal, kurz bevor er aufwachte, ertönte in seinem Albtraum noch etwas anderes. Ein ohrenbetäubendes Knackgeräusch. Er wunderte sich, ob sie ihm einen Vorwurf machte. Er wusste, er selbst würde es. Aber vermutlich war sie gerechter als er. Er streichelte sanft ihre Schulter. »Es tut mir leid. Das hätte ich nicht tun sollen.« Sams Hand zitterte leicht, als er eine einzelne Träne von ihrer Wange wischte. »Ich halte nur einfach nicht aus, wie nachtragend sie ihm gegenüber ist. Woher hätte er wissen sollen, was passiert?« »Er ist jetzt eh tot. Also was soll das?« »Junger Mann, ich bin mir sicher, dass das hier die Damentoilette ist.« Mike drehte sich in Richtung der älteren Dame um, die soeben den Raum betreten hatte, und warf ihr einen Blick zu, der »Verpissen Sie sich und ziehen Sie sich den Stock aus dem Arsch« besser ausdrückte, als jeder verbale Versuch es jemals gekonnt hätte. Sie ging weiter in Richtung einer der Kabinen. »Weißt du, Sam«, sagte er, nachdem einige Augenblicke vergangen waren. »M meint es nicht böse. Sie versteht einfach nicht, dass es dir wehtut. Und wieso?« Ihre Therapiestunden endeten üblicherweise auf dieselbe Art. Emily konnte sich nicht zusammenreißen und begann, diverse Beleidigungen und Unflätigkeiten an Josh gerichtet in den Raum zu schreien. Da sie sich zuvor geeinigt hatten, dass sie Wendigos in ihrer Geschichte nicht mehr erwähnen wollten, da ihnen ohnehin keiner glaubte, war er jetzt die einzige Person, über die man sich gegenüber dem Therapeuten noch beschweren konnte. »Du tust es«, Sam sah zu ihm hoch. Ihre Augen waren rot und angeschwollen. In der aktualisierten Version starb Josh, als er in einen Minenschacht sprang, weil er nicht mit der Schuld leben konnte, Jessica aus Rache getötet zu haben. Das strapazierte die Wahrheit zwar mehr als nur ein wenig, trotzdem war Mike sich sicher, dass Emily jedes einzelne beleidigende Wort ernst meinte, das sie über ihn äußerte. Dieses Mal hatte Sam die Fassung verloren und für ihn zurückgeschrien. In seinem tiefsten Inneren hoffte Mike, dass man noch ein wenig weiter ermitteln und wenigstens Ansätze der Wahrheit finden würde, sodass sich Sam nicht mehr so quälen musste. Er lachte sie an. »Nun, ich bin nicht der schlauste Typ, aber ich bin trotzdem kein Empathietraktor so wie M. Und ich soll das wissen. Ich war mit ihr zusammen.« Jetzt musste Sam lachen und schlug seinen Oberarm. Mission erledigt. »Sollen wir uns einen Kaffee holen gehen, bevor ich noch mehr Leute mit meiner reinen Anwesenheit belästige?«
Der gemeinsame Kaffee, den sie nach ihrer wöchentlichen Therapiesitzung tranken, wurde ein Ritual und um einiges therapeutischer als das eigentliche Programm. Da Matt für gewöhnlich damit beschäftigt war, Emily zu beruhigen und Chris und Ash offensichtlich schon alle Hände damit zu tun hatten, irgendwie ihre romantische Beziehung und das Überwinden eines furchtbaren Traumas unter einen Hut zu bringen, waren die Punkte schnell miteinander verbunden. Er sagte ihr noch nicht, was er in ihren Augen sehen konnte, aber er erzählte ihr von seinem Albtraum. Sie musterte ihn und lächelte, aber es war kein fröhliches Lächeln. Es wollte Mitgefühl übermitteln. »Weißt du, ich stelle mir häufig die Frage, was passiert wäre, wenn ich euch beide da unten nicht allein gelassen hätte. Eine kleine Abwandlung der Situation hätte den Unterschied machen können. Wir können es jetzt nicht mehr ändern, Sam.« »Sag's gerade du.« Jetzt war ihr Lächeln herausfordernder. Natürlich hatte sie recht. Er ging mit sich viel härter ins Gericht, als er es vermutlich verdient hätte. Wann immer es ihm jetzt verwehrt war, die Nacht durchzuschlafen, rief er sie an. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie ranging, weil sie es ebenfalls nicht konnte, war ziemlich hoch. Dann würde er ihr davon erzählen, wie er eines von Jess' Shirts in seiner Kommode gefunden und wie sehr es nach ihr gerochen hatte, oder wie die Narzissen, die seine Mutter auf dem Balkon angepflanzt hatte, ihn an sie erinnerten, obwohl er nicht einmal wirklich sagen konnte, warum. Sie weinte manchmal, versuchte die Verzweiflung zu beschreiben, die sie empfand, weil sie es Josh nie gestanden hatte. Wie sie dachte, dass es die Dinge vielleicht zum Guten hätte wenden können. Mike versicherte ihr, dass er gewusst hatte, dass Josh dasselbe für sie gefühlt hatte. Und es wenigstens unterbewusst, sicherlich gespürt habe. Er berichtete ihr davon, dass er im College mit niemandem Kontakt aufbauen konnte. Wie die Leute um ihn herum alle stumpf und dumm wirkten. Dass sie von der Welt nichts wussten. Sam schenkte ihm ein kleines Lachen. Ja, ich weiß, was du meinst. Ihre Telefonate wurden länger und länger. Als der Sommer kam, blieben sie manchmal gemeinsam bis zum Morgengrauen wach. Profane Dinge suchten sich den Weg in die Unterhaltungen. Was es zum Abendessen gegeben hatte, welches Fach sie am meisten hassten und welches sie sich am ehesten zu schwänzen leisten konnten. Nach einer langen Pause, in der Sam sich alle Fingernägel ihrer linken Hand lackiert hatte, sagte Mike eines frühen Morgens in monotonem Tonfall: »Komm her, Sammy.« Es fühlte sich zunächst wie Betrug an, und Mike konnte in dem ungewöhnlich schüchternen Ausdruck in dem Gesicht, das sie aufsetzte, als sie sein Zimmer betrat, sehen, dass es ihr genauso ging. Aber es tat gut, so gut, seinen Körper wieder zu spüren, sich wieder lebendig zu fühlen. Nie zuvor hat er so etwas ohne einen Plan getan. Wenn es um Frauen ging, wusste Mike Monroe, was er tat. Aber die Gegenwart war zu unerbittlich, um Pläne für die Zukunft zu machen. Ihr Atem an seinem Hals beraubte ihn seines Zeitgefühls. Er versuchte, es wieder zurückzubekommen, indem er ihren ganzen Körper mit seinen Fingern erforschte. Aber es machte keinen Unterschied. »Du bist außergewöhnlich, Samantha«, hauchte er ihr ins Ohr. Seine eigene Therapeutin, die er nicht mit den anderen zusammen aufsuchte, schien wenig begeistert. Das war schade, denn er mochte sie wirklich gerne, aber er hatte nicht gern eine andere Meinung als eine Person, mit der er eigentlich kein Problem hatte. Er fragte sich, warum er immer seine ehrliche Seele sein musste. »Mr. Monroe, ich bin nicht in der Position, Ihnen zu sagen, was Sie in Ihren persönlichen Beziehungen zu tun und zu lassen haben. Das ist nicht mein Job. Aber sind Sie sicher, dass es eine gute Idee ist, eine romantische Bindung mit jemandem einzugehen, mit dem Sie ein traumatisches Ereignis durchlebt haben?« »Es ist keine romantische Bindung«, protestierte er vehement. »Oh, wirklich?« Sie zog eine Augenbraue hoch. Mike verabscheute es, wenn Leute an ihn gerichtet Augenbrauen hochzogen. »Was ist das dann?« »Es ist kompliziert. Könnten Sie das bitte ausführen?« Sam ist... Er hatte Schwierigkeiten, die richtigen Worte zu finden und wand den Kopf von einer Seite zur anderen. Sam ist wie ein Vogel. Erst nachdem er das gesagt hatte, war ihm aufgefallen, dass er dasselbe Wort benutzt hatte wie Josh, um sie zu beschreiben. Sie hatte es ihm erzählt. »Sie ist größer als ich, wissen Sie? Wir verbringen Zeit miteinander, weil wir uns verstehen, und wir haben Sex miteinander, weil wir uns geliebt fühlen wollen.
Er lächelte traurig. Das heißt nicht, dass wir ein Paar sind. Wie Sie sagen, unwahrscheinlich, dass das funktioniert. Ungesund. Und ich bin nicht in Sie verliebt. Ich bin nicht sicher, dass Sie meinen, was Sie da sagen. So wie sie ihn in diesem Moment anlächelte, erinnerte sie ihn ein wenig an Sam. Er war sauer auf sich, weil er sie deshalb mehr zu mögen begann. Er presste seine Lippen zusammen und wartete einige Augenblicke, bevor er antwortete. Sagen Sie mir nicht, was ich fühle. Es tut mir leid, Mr. Monroe. Das war nicht mein Platz. Als er das Gebäude verließ, spürte er das Bedürfnis zu rauchen, was ziemlich eigenartig war, da er in seinem Leben noch nie eine Zigarette in den Mund genommen hatte. Mike erwischte sich dabei, wie er einigen Mädels auf dem Campus hinterher schaute und nicht das geringste Bedürfnis verspürte, auch nur einer von ihnen näher zu kommen. Er hatte ein Problem. Sam hatte vor einigen Wochen begonnen, bei ihm zu schlafen. Davor war sie immer nach Hause gegangen. Sie hatte sich immer so aus der Tür geschlichen, als hätte sie die handbemalte Vase ihrer Großmutter heruntergeworfen. Jetzt half ihre Anwesenheit ihm dabei, Schlaf zu finden und auch wirklich in diesem Zustand zu verharren, bis der Wecker klingelte. Er fragte sich, ob er auf sie denselben Effekt hatte, aber er traute sich nicht, es laut auszusprechen. Die Art, wie sie miteinander beim Sex umging, wurde rauer. Manchmal übernahm sie die Kontrolle und blies ihm ein. Manchmal hob er sie nach oben und nahm sie gegen die Wand gedrückt. Fester und fester. Oh Gott, Mike. Oh Gott. Die Erinnerung an ihre Stimme sandte am helllichten Tag einen Schauer über seinen Rücken. Er erinnerte sich an Josh's Worte in dem Schuppen. Damals. Er nimmt sie ran. Er hatte sich gern selbst ins Gesicht geschlagen. Vor den Gruppentherapiesitzungen vermieden sie es jetzt, sich in die Augen zu sehen. Mike war sich sicher, dass zumindest Ashley es bemerkt hatte. Aber sie hüllte sich in Schweigen. Sie war vermutlich ebenso verwirrt wie er selbst. Als sie sich den üblichen Kaffee bestellten, Latte für sie und Cappuccino für ihn, beäugte er sie kritisch. Was ist, Mike? Grinste sie ihn an mit einem breiten Lächeln. Sie drückte ihre Lider aufeinander und die Sonne schien glühend vom Himmel herab. Es ließ sie umwerfend aussehen, als wäre sie an einem Ort, an den sie gehörte. Es ist nichts. Es ist nichts, Sammy.